Pünktlich beginnen wir. 16:00 Uhr. Ich freue mich, euch zum 58. Punkt 4 Zukunftsgespräch von dem Netzwerk Next Generations begrüßen zu dürfen. Wir sind auf Hochdeutsch unterwegs und zwar einfach, dass wir die Aufnahme dann auch international zur Verfügung stellen können. Der Ablauf wäre eigentlich so, wenn ihr Fragen habt, entweder einfach Mikrofon aufmachen oder in den Chat schreiben. In den Chat kann ich dann, wenn es in den Chat schreibt, kann ich dann die Fragen direkt an Stefan stellen. Soll eine offene Diskussion sein, wo wir voneinander profitieren können und natürlich, wo ihr auch Ideen einbringen könnt. Wie schon gesagt, wir nehmen es auf und es ist dann auf unserem YouTube-Kanal vom Netzwerk Next Generations auch im Nachgang noch zugänglich. So, da habe ich genug gesprochen. Stefan, ich übergebe dir gerne das Mikrofon. Herzlich willkommen, Stefan von Julis. Du stellst dich gleich selber vor, was du das Gefühl hast, was nötig ist. Und entsprechend natürlich sind wir hochgespannt auf euer Geschäftsmodell, das ja da doch sehr verlockend tönt. Naturkosmetik in einer kreislauffähigen Verpackung, das ist doch schon eine ziemliche Ansage. Bitte, Stefan. Ja, danke, Olaf. Herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan von Acht. Ich bin einer der drei Gründer von Julis, zusammen mit meiner Partnerin Petra. Und ich würde doch sagen, dass ich meinen Bildschirm teile und ich unser Unternehmen anhand einer kleinen Präsentation vorstelle. Ich hoffe, dass da eigentlich alle Aspekte, die uns wichtig sind, durchgeleitet werden. Ups, jetzt ist seine Internetverbindung. Du warst ganz kurz weg, du musst noch mal starten. Ja, er scheint. Jetzt hast du dich gemutet. So, jetzt ist gut, alles gut. Sehr gut, also ich probiere es nochmal. So, seht ihr die Julis-Folie? Sehr gut. Also, wie gesagt, Julis bestellt aus Petra und mir. Und vielleicht zu Anfang, wie es zu Julis kam oder wie wir uns auf die Reise gekommen sind. Das hat eigentlich angefangen vor gut 10 Jahren, als meine Tochter zur Welt kam. Da ist man in der Change-Phase und eines Nachts, also am Morgen um 2, habe ich den Dokumentarfilm Plastic Planet von Werner Bothe gesehen. Und seither hat sich eigentlich unser Leben nachhaltig verändert. Also seitdem achten wir vermehrt uns stark darauf, wie wir einkaufen, wie wir uns verhalten, wie wir reisen, wie wir essen. Und das hat dort angefangen. Und jedes Jahr, mit der Zeit kam immer wie mehr dazu. Und wir haben etwa vor 6 Jahren mit Loggia 16 gestartet. So die ersten, die mit Bienenwachstüchern angefangen haben. Und ein Problem, was wir immer hatten, was uns sehr gestört hat, ist, dass wir als vierköpfige Familie einen großen Verbrauch von Einwegplastik, auch aus Duschmittel und Seifen, auch Duschmittel und Seifen haben, die wir als Familie brauchen. Und dort ist eigentlich unsere Motivation dort, dass sie dort ein System hinkriegen, das wird eigentlich einen signifikanten Einsparung an Einwegplastik generieren können. Das ist so die Ecke, wo wir herkommen. Gerne die uns noch nicht kennen, würde ich gerne unsere Produkte vorstellen. Also wir sind eine Naturkosmetik-Brand. Also wir haben Naturkosmetik, bei denen man bis zu 93% Einwegplastik und Abfall einsparen kann. Unsere Produkte sind vegan und unisex, für alle Haut- und Haartypen geeignet. Also das heißt, wir achten darauf, dass wir keine endlichen Ressourcen verbrauchen oder so wenig wie möglich. Und dass es einfach
von möglichst vielen Leuten, auch in der Familie, also deshalb Unisex, dass das alles gebraucht werden kann von der ganzen Familie. Also bei uns duscht eigentlich von der Vierjährigen bis zu mir, duscht alle mit den gleichen Produkten. Es geht auch um Leichtigkeit im Alltag, also eine aufgeräumte Nasszelle. Wir haben nur noch 2 Flaschen anstatt 6, 7 Flaschen für alle Haare, für Kinder, für ein Duft für die Frau, ein Duft für die Mann, also für den Mann. An dem her geht es sich auch darum, um zu reduzieren. Das ist eigentlich uns ganz wichtig. Also weniger dafür bessere Produkte ist für uns ein wichtiger Leitgedanke, wenn wir etwas machen. Von den Inhaltsstoffen her ist so, dass wir unsere Produkte bestehen aus 50% Aloe Vera, also das ist sehr hautverträglich, sehr pflegend und eben für die meisten Leute verträglich. Wir haben auch keine spezifischen Produkte. Wir haben also keine Haut- oder keine Falten-Cremes, was in diese Richtung geht. Also wir wollen eigentlich wirklich einfache Produkte, die einfach funktionieren und für möglichst viele Leute funktionieren. So, das Problem, das kennen wir ja alle, die Schweiz produziert unheimliche Anzahl Mengen Kunststoff pro Person und es wird eigentlich noch wahnsinnig wenig recycelt. Und dort probieren wir mit unseren Produkten möglichst einen kleinen, möglichst wenig dazu beizutragen, dass das noch mehr wird. Also von den Zielen her ist für uns so die Aspekte der Kreislaufwirtschaft, wie Olaf angetan hat, ist für uns sehr wichtig, dass also das recyclinggerechte Design, die Verpackungswende ist für uns ganz wichtig. Also sei es geringe Materialkomplexitäten von Verpackungen und damit man eigentlich wirklich ein hochwertiges und kostengünstiges Recycling betreiben kann. Also Monomaterial ist das so das Schlagwort. Reduzierung und also die Reduzierung von Einwegprodukten. Abfallvermeidung, was immer geht, also auch bei der Verpackung. Dann die Wiederverwendbarkeit sicherstellen, sei es von Einweg zu Mehrweg. Das ist ganz wichtig für uns. Und jetzt würde ich gerne euch erzählen, was wir bei unserer Verpackung, wie wir das umgesetzt haben. Also ich zeige euch kurz den Bildschirm ein bisschen umstellen. So, das ist unsere Mehrwegflasche, also die besteht aus 100% Schweizer Altplastik. Also die war schon mal eine Flasche. Die kommt aus dem Sammelgut von Migros und Coop. Das wird in der Schweiz aufbereitet und die produzieren wir auch in der Schweiz. Einen der ersten Pumpspender, also das ist auch ein Monomaterial-Pumpspender. Also es besteht nur aus einem Material, bis auf den Schlauch, den muss man noch wegnehmen. Aber sonst kann man eigentlich aus dieser Flasche und aus diesem Dispenserpumpe eigentlich nochmal das genau gleiche machen, ohne neue Ressourcen dazu zu bringen. Ein wichtiger Aspekt ist bei uns auch die Verpackung. Die Verpackung ist bei uns eigentlich ein zentrales Argument oder ein zentraler Punkt, den wir mit einschließen wollten in unser Produkt. Also das heißt, unsere Verpackung besteht aus Karton. Es ist recyceltes Karton, wird in der Schweiz hergestellt. Dort geht es darum, dass wir die große Anzahl an Umverpackungen reduzieren können. Also das ist Versand und Produktverpackung in einem. Also man kann unsere Verpackung direkt hier die man sie hier anschreiben und so der Post übergeben. Wenn man sie zu Hause erhält, kann man hier vorne den vorderen Teil, die vorderen 2 cm abreißen und kann dann direkt mit dem Auslasshahn unsere Mehrwegflasche 6-mal wieder befüllen. Und so schaffen wir es, dass wir 93% weniger
Einwegverpackungen, Einwegkunststoff produzieren gegenüber den handelsüblichen 250 Milliliter Duschmittelflaschen. Genau, das ist, das haben wir hier, das ist für uns, die Verpackung ist für uns eigentlich ein zentrales Anliegen. Wichtig ist auch, dass es sehr einfach und verständlich ist und auch einfach ist für die Nutzung, also es wirklich unkompliziert ist für den Nutzer, für den Kunden, das zu brauchen. Ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, damit Produkte gebraucht werden. Vielleicht noch was zu der Wertschöpfung. Als Grund ist die Wertschöpfung ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Also wir produzieren alles innerhalb von 300 Kilometern. Wir kennen unsere Lieferanten, unsere Produzenten. Also wir haben eigentlich bis auf einen Betrieb, der wir Corona-bedingt nicht besuchen konnten, haben wir alle Produzenten kennen wir. Wir waren bei der Produktion dabei. Wir sehen, was die Standards haben, wie die mit dem Material umgehen. Das ist eigentlich sehr wichtig für uns. Und Olaf hat ja einleitend geschrieben, ein Punkt davon ist, wieso es für uns Verpackung so wichtig ist. Ich habe am Anfang den Film Plastic Planet von Werner Both erwähnt. Der wird nächstes Jahr 15-jährig. Und in den 15 Jahren ist eigentlich relativ viel passiert. Aber wenn ich hier das Bild, das ist eigentlich ein Bild aus dem Film, wenn ich das anschaue und wir einkaufen gehen, sieht das eigentlich auch ziemlich ähnlich aus im Moment. Also, die Flaschen sehen größtenteils noch gleich aus und auch die Anzahl hat jetzt nicht abgenommen oder wirklich die Verpackungseinheit, die Größe hat abgenommen, damit man da wirklich eine große Reduktion feststellen kann. Von dem her ist eigentlich Verpackung nach wie vor, finden wir, ein sehr heißes Eisen, das man auf vielen Ebenen angehen muss. Also das heißt von Konsumenten bis zum Produzenten. Ich denke, da haben wir noch sehr viel Potenzial, wo wir da wirklich was machen müssen zukünftig. Das ist eigentlich so ein Ablauf über Julis. Was machen wir? Was ist uns wichtig? Wieso haben wir das gemacht? Also für uns ist wichtig, dass wir von der Produktion so bis zum Recycling ein Konzept haben, das funktioniert. Es ist natürlich noch nicht perfekt, aber ich denke, es ist, also ich merke es selber, also seitdem, dass wir Julis Produkte bei uns selber haben, natürlich, entsorge ich viel weniger Einwegverpackungen. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Aspekt und das macht Freude, wenn das weniger wird. Jetzt ist vielleicht der Punkt da, wo wir die Diskussion aufnehmen könnten. Und falls ihr Fragen habt oder Inputs habt, würde mich das sehr interessieren. Ja, vielen Dank, Stefan. Jetzt wäre eben der Moment, wo ihr einfach das Mikrofon aufmachen könnt und Fragen stellen. Ich breche mal das Eis entsprechend. Was mich noch interessieren würde, du hast uns so den Werdegang vorgestellt. Wie sah das aus, zum Beispiel die Kartonverpackung? Wie lange ging das von der Idee, bis sie es dann wirklich in der Hand hat? Also sprechen wir von Wochen, von Monaten? Das würde mich mal interessieren. Was muss man da für einen Zeitaspekt einrechnen, wenn man auch so eine Verpackung für ein anderes Produkt konzipieren möchte? Also beginnen wir mal mit der Kartonverpackung. Also das wird dann der kürzeste Teil davon. Also dann Kartonverpackung machen, besprechen, Muster anfertigen und bestellen und bedrucken. Das hat sich dann ganz anders entwickelt. Also damit man das wirklich Post auf der Post senden kann, das war
Richtig gestartet mit der Verpackung sind wir letzten November, Oktober, November. Und zum Glück stand da Weihnachten vor dem Haus, weil die Weihnachten ist eigentlich im Postversand, ist eigentlich so eine ganz eine heiße Zeit, da sind die Autos proppen voll. Und die Auslieferdienste, die fahren unheimlich zeitgetaktet umher und da werden die Verpackungen wirklich hoch beansprucht. Und ich sage jetzt, wir hatten, ja, es gab dann immer wieder Corona-bedingt Verzögerungen, weil gewisse Entwickler mit krankheitshalber ausgefallen sind. Wir hatten etwa 3,5, 4 Monate, bis es gestanden hat. Und ich denke, wir hatten etwa 25, 30 Verpackungen haben wir geschickt, bis es wirklich stabil war und funktioniert hat, so dass es dann bloß so ausgesehen hat, dass man es eigentlich auch noch gerne zu Hause hat. Also das ist eigentlich alle Steckverbindungen, bis es alles stabil blieb und wir haben so unsere Vollbruchstelle hier, die man abreißen kann oder abreißen muss, die war eigentlich, das war eine Herausforderung, dass es gerügend stabil ist, aber doch auch reißbar ist und die Ecken sind ganz entscheidend, die Ecken da gut funktionieren. Genau, also eigentlich erstaunlich lange. Wir haben selber gestartet, wie lange man zwar Kartonverpackung und Rotzürchen darf. Da gehe ich davon aus, dass er wahrscheinlich bei der kleinen Verpackung, also Kunststoffverpackung aus diesem recycelten Kunststoff, das ging schneller, weil sonst hättest du ja wahrscheinlich eine andere Erwartung gehabt bei der Kartonschachtel. Oder was waren da so die Erwartungen und wie lief das dann ab? Also das lief eigentlich relativ zügig ab. Von dem her jetzt eigentlich vom Material her, wir kennen Leute aus dem Netzwerk, die halt in der Kunststoffindustrie sehr tief vernetzt sind. Und dort haben wir sehr schnell gutes Material, richtige Anbieter gefunden, die auch bereit waren, jetzt nicht in großen Volumen zu produzieren, sondern auch für ein kleines Label, wie wir sind, Flaschen herzustellen. Wir haben sehr lange gesucht, bis wir etwas gefunden haben. Also hat uns mal keine Flasche gefallen. Das war noch schwierig und für uns war klar, dass wir es als Recycle-Material machen möchten. Also wir wollten auch nicht in China fertigen und in Fernost. Und da kam dann bei uns ziemlich schnell die Entscheidung, dass wir die Flaschen selber machen und auch das Werkzeug produzieren lassen. Und da die ganze Phase hat natürlich sicher auch ein halbes Jahr in Anspruch genommen, bis wir dann die finale Form hatten, die alle Muster da waren, dass wir wussten, ob das funktioniert alles. Genau. Und es ist eben so, wenn man was zum ersten Mal macht, macht man so die Lernschleifen. Und genau, aber das war eigentlich letztendlich haben wir ziemlich schnell und weil wir eigentlich wirklich gute Produzenten und Lieferanten gefunden haben. Ja. Ja, vielleicht eben Ursina ist ja noch dabei von Recircle. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Jetzt rein Material und bis ihr das Endprodukt hattet. Magst du etwas sagen? Ja. Ich kann gut dazu etwas sagen. Also ich war natürlich noch nicht dabei, als wir die ersten Produkte entwickelt haben. Aber im Kunststoffbereich, es war ja nicht eine neue Anwendung. Also wir hatten vorher schon ein eingekauftes Produkt, das ganz ähnlich funktionierte. Und am Schluss trotzdem, jedes Mal, wenn wir ein neues Produkt entwickeln, stehen wir vor neuen Herausforderungen. Es dauert eigentlich immer länger, als man erwartet. Wir haben eigentlich immer diese Herausforderung, im Zeitplan zu bleiben, weil wir uns etwas vornehmen und dann kommen plötzlich in der Konstruktion, im Engineering oder in der Produktion oder mit dem Rohmaterial in den letzten 3 Jahren irgendwelche Hürden auf einen zu. Also ich glaube, vielleicht ist das ein Stück weit normal, ja. Wenn man neue Sachen versucht oder wenn man innovativ sein will, dann stellt man sich halt immer neue Fragen, die man sich vorher nicht stellen musste.
Und ihr habt ja wie noch das Zusatzproblem, dass eure Behälter dann auch noch gereinigt werden müssen, oder? Für eine Weiterverwendung. Das ist ja bei Julis weniger. Die müssen ja nicht das Ganze wieder reinigen, sondern einfach auffüllen. Und da habt ihr noch, das nehme ich jetzt mal an, das Problem des Geruchs. Vielleicht hat auch Stefan das Problem. Vielleicht habe ich das jetzt einfach mal aus meiner kindlichen Sicht ein bisschen falsch angenommen. Wie Also sehen ja, der Geruch ist ganz entscheidend, also weil wir ja recyceltes Material haben, ist es, wir haben also das Ziel war eigentlich ursprünglich mal auch Ocean-Plastik zu verwenden und das ging dann ziemlich schnell nicht, also, weil der hat einen sehr starken Geschmack, also einen sehr starken Duft, also das ist eigentlich für ein Kosmetikprodukt dann nicht einsetzbar. Vielleicht für ein Reinigungsmittel in der Industrie, vielleicht funktioniert das, aber eigentlich für ein Kosmetikprodukt für zu Hause hat es eigentlich einen sehr starken Geruch. Das hat nicht funktioniert. Auch unsere Flaschen, die haben auch, anscheinend ist das Granulat aus der Coop-Sammlung viel geschmacksintensiv. Also es riecht viel strenger als das von Migros. Und das verlüftet dann nach einigen Tagen, aber es hat auch einen stärkeren Eigenduft, der mich so bei den Recyclingflaschen und beim Recyclinggranulat üblich ist, weil man da nicht eine sortenreine Sammlung hat aus den bestehenden Duschmittelflaschen, sondern es hat eigentlich verschiedene Reinigungsmittel, verschiedene Produkte, die da drin sind und das riecht man eigentlich. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ursina, wie sieht es bei euch aus? Stefanie, stell doch kurz deine Ja, Frage. klar. Ich habe eine andere Frage noch. Also Gerne. erstmal ganz herzlichen Dank auch Stefan von Ax für den Input. Das war sehr spannend. Ich bin selber Produkt- und Industriedesignerin und weiß deshalb gut, was Entwicklung heißt. Genau, die Hürden. Die auch Rosina kennt, sind mir auch wohl bekannt. Wenn man Neues entwickelt, kommen die Probleme erst, wenn man es eben tut. Genau, und der Genau. Teufel steckt immer irgendwo im Detail, wo man von Anfang an gar nicht daran gedacht hat. Meine Frage geht in Richtung vom Preis. Ist ja doch auch ein weitläufiger Glaube sozusagen, dass nachhaltige Alternativen immer sehr viel kostspieliger sind als einfach das Standardprodukt. Und gerade in der Verpackungsindustrie kommen ja sehr viele Verpackungen eben aus China. Wie war für dich da die Differenz, das Schweizer lokale Granulat zu verwenden gegenüber einem herkömmlichen Kunststoff? Oder wie war das? Wie hat sich das vom Preis her ungefähr gezeigt? Kannst du da dazu etwas sagen? Ja, also das war eigentlich, der Preis ist jetzt vom Granulat her für die Flaschenherstellung, die ist vielleicht, ich kann es nicht genau beziffern, aber wäre vielleicht 20 Rappen teurer gewesen für die Flasche zu produzieren. Und das ist jetzt für unser Volumen eigentlich kein Game Changer, dass wir sagen, das würden wir nicht machen. Also das ist eigentlich, habe ich eigentlich als sehr vernünftig oder als keine große Hürde empfunden, ja, das zu machen. Und mit dem Hersteller, mit dem wir zusammenarbeiten, also der fährt auch die großen Volumen für die großen Hersteller. Von dem her ist wahrscheinlich, wenn man dann wirklich große Volumen fährt, wird der Preis ja immer entscheidender. Aber es war jetzt für uns kein Kriterium. Da ist jetzt von der Naturkosmetik zu herkömmlicher Kosmetik ist natürlich da ein viel größerer Gap im Preis, ja. Von Also den Inhaltsstoffen wahrscheinlich, oder? Ja. genau, ja, dort ist das ist dann ein größerer Preisunterschied, genau. Ja. Ja, deshalb Vielleicht. finde ich es immer wieder ermutigend zu sehen, es ist eben doch machbar und der Preisunterschied ist nicht das K.O.-Kriterium. Genau. Genau, jetzt in diesem Fall nicht. Also jetzt auch bei der Kartonverpackung
ist eigentlich, was das Schöne war, ist, dass eigentlich die Lieferanten und Produzenten eigentlich sehr motiviert waren, da mitzumachen. Und die haben welche, also ich habe immer gedacht, jetzt reißt er ab, unser Kartonhersteller, weil wir irgendwie schon eben nach dem 20. Mal, wir haben immer ein Muster gekriegt, dann haben wir verpackt, verschickt, eine Woche später kam das Feedback und ja, irgendetwas geht immer noch nicht, der Verschluss passt nicht, wir müssen nochmal eine Runde machen. Und das war eigentlich, der war eigentlich immer sehr, sehr freundlich und hoch motiviert und 5, 6 Tage später hatten wir dann immer wieder eine neue Verpackung. Also das ist eigentlich auch das Schöne, wenn man halt so nahe produziert. Man hat die ähnliche Arbeitskultur und ähnliche Werte. Und das hat eigentlich erstaunlich sehr, sehr gut funktioniert und würde ich auch nie mehr anders machen. Ja, das ist genau das, wenn man die richtigen Partnerinnen und Partner findet, die eben bereit sind, gemeinsam etwas zu entwickeln, dann führt das wirklich zu guten, funktionierenden Lösungen. Und dieses Trial and Error, das kann man wie nicht umgehen. Genau, ja, und ich habe eine Ausbildung gemacht und da waren Leute, die haben mit Produktentwickler sehr oft dann den Produktionstransfer nach Asien gemacht und da kenne ich so die Herausforderungen, die da entstanden sind und das wollte ich mir eigentlich von dem her schon nicht antun. Und einfach, weil wir hier so tolle Unternehmer und Firmen haben, das gar keinen Sinn. Ja. Von meiner Seite noch eine Ergänzung, was eigentlich eben das Interessante ist, oder? Sobald man eben solche Stoffe mehrmals verwendet, also in jedem Kreislauf und man eine größere Tonnage hat, die man verarbeitet, wird auch der Stückpreis oder der Kilopreis oder was immer massiv günstiger. Und wir haben zum Beispiel zusammen mit OceanSafe, die haben eine Cradle-to-Cradle-Gold-Standard Textilfaser entwickelt. Und da wissen wir echt, dass wir, wenn wir 30.000 Tonnen wieder zurückbekommen, sind wir vom Preis her günstiger als alle anderen, sag jetzt mal, Öko-Junk-Textilfasern, die es auf dem Planeten gibt. Also das muss man eigentlich auch immer wieder als Antwort geben, aufpassen, wenn wir dann mal eben auch in die Masse hineinkommen. Dann sprechen wir eben von hochkonkurrenzfähigen Preisen. Oder in den Worten von Bizerba, die machen so Abfüllanlagen und Messanlagen, bei Coop und Migros stehen auch die Wagen von Bizerba, die haben noch 2% Abfall pro Lauf bei ihren Wagen. Und die anderen haben 100%, also die haben jetzt auch begonnen, aber die sind bei 90. Und das ist gemäß Robert Keller, Geschäftsleitung bei Zerba, also ein Mitglied der Geschäftsleitung, ist das Hauptargument, dass sie überhaupt noch auf dem Markt sind, weil sie haben vor 12 Jahren diesen Weg beschritten und ich glaube, das soll auch Mut machen. Also man muss neue Wege gehen, die sind sicher schwieriger, als wenn man einfach eine Verpackung nimmt aus dem Regal, sage ich jetzt mal, oder aus dem Sortiment. Aber das soll Mut machen und darum auch wirklich toll, Stefan, habt ihr diesen Weg gewählt, oder? Und vielleicht können wir nochmal zu Ursina schwenken mit der Preisfrage. Wie sieht das bei euch aus? Also seid ihr da viel teurer, als wenn ihr einen Einweg oder herkömmliches Produkt nehmen würdet? Ja, also ich glaube, das ist ein bisschen wie Äpfel mit Birnen vergleichen, weil Einwegverpackung einfach auch viel, viel weniger Material dran hat. Also schon nur bei der Materialmenge sind wir da in einem komplett anderen Segment und auch die Produktionsweise. Wir arbeiten mit einem sehr hochwertigen, sehr robusten Kunststoff, den wir spritzgießen und Einwegverpackung wird ganz oft einfach tief gezogen zum Beispiel. Und da haben wir auch ganz, ganz andere, also auch schon nur die Werkzeuge, die wir brauchen, um zu produzieren. Das ist ein komplett anderes Spielfeld, wo wir uns da bewegen. Genau. Ja, also einfach, weil die Anforderungen an das Produkt natürlich ja, sich sehr stark unterscheiden. Absolut. Ja, danke, das ist natürlich eine Steilvorlage eben. Das heißt eben, wenn man, ich sage jetzt, Produkte, wie ihr es habt, herstellt,
die, wo man die Nutzungsdauer oder den Nutzen einfach um ein X-faches erhöht, dann kann eben auch der Materialinput ein bisschen kostspieliger sein. Und das zweite Argument eben, was man jetzt auch viel diskutiert, Kunststoff, bei vielen wird jetzt verteufelt, sage ich jetzt mal, aber auch da gibt es eben Kunststoff, den man absolut verwenden kann, vor allen Dingen eben, wenn man ihn dann, sage ich jetzt mal, 1000 Mal verwenden kann. Oder? Ja. Ja. Da also, habe ich noch eine Frage direkt. Julia? Ja? Ich wollte noch kurz anfügen, es wurde letztens gerade von der ETH eine neue Studie zu Kunststoff veröffentlicht und das ist sehr spannend, weil sie effektiv zum Schluss kommen, dass Kunststoff eben als Material wirklich sehr wertvoll ist und auch ein nachhaltiger Umgang mit Kunststoff durchaus möglich ist, solange eben die Materialkreisläufe geschlossen sind und man die Produkte so lange wie möglich nutzt. Also ich glaube, da sind wir uns einig, Kunststoff wird sehr stark verteufelt, aber ja, also ich glaube, da gibt es wirklich sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Also vielleicht auch da gleich eine Ergänzung, oder? Der ganze Recyclingverbund in der Schweiz, der weiß eigentlich erst seit 2019, welche Kunststoffe es überhaupt gibt in der Schweiz, in welcher Menge und wo sie ungefähr anfallen. Also man macht da immer noch einen Blindflug, wenn man eigentlich den optimalen Kunststoff auch für die Julis-Verpackung machen möchte. Also das ist also noch ein sehr junges Tätigkeitsfeld, wo man sich bewegt, zumindest in der Schweiz. Also wenn man das ganze Recycling-Prozess anschaut, ist ja eigentlich, ja, also der Teufel liegt ja da wirklich im Detail. Also das ist ja, wenn es dann mal entsorgt wird und mit dem ganzen Sortierverfahren, also da sind auch schon noch sehr große Herausforderungen da, die bewältigt werden müssen, damit man ja wirklich dann irgendwie mal in eine Monoschiene kommt, wo man sagen kann, jetzt haben wir eine halbe Tonne von diesem sortenreinen Material, das können wir reingeben. Also ich weiß nicht, Rosina, es würde mich noch wundern nehmen, wie es jetzt so mit dem Kunststoff ist. Ist man da schon weiter mit dem Lebensmittelgesetz und ist das schon, weißt du da schon mehr? Das ist ja ein wichtiger Aspekt, ja, dass die Gesetzgebung da soweit ist. Ja, genau. Also um deine Frage von vorher, Olaf, noch ganz kurz anzuschneiden. Wir haben es in der Gastronomie natürlich mit sehr, sehr hohen Ansprüchen an die Qualität und an das Material zu tun. Und tatsächlich ist es so, dass wir immer noch daran arbeiten. Es gibt ein Gesetz, das den Kontakt von Recyclingmaterial mit Lebensmitteln verbietet. PET ist da ausgenommen, das ist das einzige Material, Recycling-PET, das mittlerweile zugelassen ist. Das ist ja auch noch nicht so lange der Fall und PET ist einfach sehr weit verbreitet und hat eine große Lobby. Genau deshalb, also es ist sehr zeitaufwendig und auch ein sehr teurer Prozess und wir wissen auch nicht, ob wir da irgendwo hinkommen, weil am Schluss brauchen wir von allen Granulatlieferanten, brauchen wir seitenweise Zertifikate und wir müssen den ganzen Materialkreislauf, den wir ja selbst kontrollieren, weil wir produzieren und recyceln in einem geschlossenen Zyklus, also bei einer Produktion hier in der Schweiz. Wir haben eigentlich sehr gute Kontrolle darüber, was mit dem Material passiert. Und trotzdem, wir müssen so im riesen Detail diesen Kreislauf aufzeigen, damit da sicher keine gesundheitlichen, also es ist ein sehr, sehr komplexer Prozess und das ist ja im Moment stehen wir immer noch weit entfernt davon, schon nur, weil es sehr schwierig ist, auf Bundesebene mit einer Verwaltung so etwas zustande zu bringen. Mhm. Genau. Ja. Ja. Ich hatte vorhin noch eine Frage zum Geschäftsmodell, Stefan. Und zwar, was passiert mit den Flaschen, wenn die jemand dann wirklich nicht mehr gebraucht, wenn die irgendwie nach zig Jahren Gebrauch, intensiven Gebrauch, zum Beispiel die Pumpe nicht mehr funktioniert oder die Flasche defekt ist oder der oder diejenige das nicht mehr nutzen will, habt ihr da eine Rücknahmemöglichkeit oder wie seht ihr das vor, dass das wirklich wieder auch in einen Kreislauf kommt? Gibt es da Überlegungen oder wie macht ihr das? Also wir gehen jetzt davon aus, also nächstes Jahr sollte ja auf nationaler Ebene gesammelt werden, Kunststoff gesammelt werden. Und unsere Flasche besteht aus HDPE. Das ist eigentlich relativ
gut sortierbar, weil es eigentlich von der Haptik und von der Struktur her gut erkannt werden kann. Und dort ist eigentlich das Ziel, was die Kreisläufe auf diesem Weg, dass die Flasche auf diesem Weg den Weg zum Granulat und zu einer neuen Flasche findet. Aber sicher, wir machen es jetzt seit etwa 7 Monaten. Wir würden auch die Flaschen zurücknehmen und dann so entsorgen, damit sie wieder in den Kreislauf eingeführt werden können. Wir hoffen jetzt, dass der Kreislauf wirklich so auf nationaler Ebene aufgestellt wird, damit da gewisse Kreisläufe, Materialflüsse gewährleistet sind. Also dort sind wir sehr gespannt. Bis dahin reicht, sollte eigentlich jede Flasche nutzbar bleiben, also, damit das in diesem Kreislauf eingeführt werden kann. Aber wenn jetzt, wir hatten jetzt noch nie die Anfrage, aber wir haben die Flasche uns zurückschicken wollen. Die Anfrage hatten wir noch nicht, aber da würden wir sicher dazu stimmen. Und wenn das dann ein größeres Bedürfnis wäre, dann würden wir das sicher irgendwie so aufstellen, dass das einfach funktioniert. Ja. Super, vielen Dank. Aber ich denke, dass es gab ja kürzlich der Abfall untersucht im Raum Luzern. Und ein großes Problem ist halt immer noch beim Nutzer, beim Endkunden. Da wird ja immer noch sehr viel eigentlich in den Hausmüll geschmissen. Und das hat man dann eigentlich immer noch nicht im Griff. Ich denke, die Sensibilisierung ist noch nicht angekommen. Und ich denke, wenn dann die Kreisläufe auf nationaler Ebene funktionieren, sollte das eigentlich einen guten Rückfluss geben. Ich denke aber, da stellt man viel Arbeit an, damit man die Leute wie ich darauf sensibilisiert, was man jetzt mit Kunststoff anstellen kann oder muss. Ja, ich glaube, die Wahrnehmung auch eben des Werts, also dieser Kunststoff ist wertvoll und hat durchaus eben eine Berechtigung und ist nicht einfach ein verteufeltes Material. Ich meine, wenn man die Medizin anschaut, da wäre ganz vieles gar nicht möglich ohne Kunststoff. So lebensrettende Maßnahmen und Hygiene und so weiter. Und ich glaube, da muss wirklich auch differenziert werden und noch sehr viel Aufklärungsarbeit getan werden, dass man nicht eben einfach davon ausgeht, Kunststoff ist schlecht oder ist halt eben nichts wert und landet darum einfach im Hauskehricht, wo er eigentlich gar nichts zu suchen hat. Oder? Genau. Also ich kenne das Thema eigentlich aus dem Stahlbereich. In den 2000er Jahren hat ja angeblich China den ganzen Stahlmarkt aufgekauft und da hat eigentlich das Altmetall hat einen großen Wert erhalten und da wurden zum Teil Alteisencontainer geklaut. Und ich denke, das Material Kunststoff muss einen Wert erhalten. Wenn der Wert da ist, dann gibt es auch ein Geschäftsmodell daraus, wo man Geld damit verdienen kann. Dann wahrscheinlich geht es am ehesten über diesen Mechanismus, dass man wirklich dem Kunststoff einen Wert gibt. Und der hat er ja auch. Das ist ein unerhebliches Material. Und wir gehen da eigentlich wirklich viel zu schlecht um mit diesem Material. Also, Kunststoff ermöglicht uns sehr viel. Und dort müssen wir wahrscheinlich schon einen anderen Zugang dazu haben und ein anderes Wertverständnis entwickeln. Ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, den du da ansprichst. Ja. Also deine Bemerkungen sind absolut zentral und ist auch etwas, was wir natürlich im Netzwerk Next Generation schon lange besprechen. Wir haben ja auch Personen wie Albin Kehl, der seit 30 Jahren sich mit diesen Themen rumschlägt. Und was ganz absolut zentral ist, wirklich, dass es einen Wert bekommt, oder? Also wenn man dann für einen Kunststoff 10 Franken bekommt für ein Kilo, übertreibe, dann wirst du wahrscheinlich nirgends mehr nur noch eine Faser finden von Kunststoff, weil dann wird es auf einmal spannend, oder? Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, den ich bei Albin gelernt habe, ist, dass wir mit Monokunststoffen arbeiten. Also sobald wir beginnen zu vermischen, haben wir eigentlich Probleme. Und wir haben eigentlich noch viel zu wenig Erfahrung, was Mono
Kunststoffe dann eben in der Statik, in der Belastbarkeit, denke jetzt an unseren kreislauffähigen Skischuh, der wir in Netzwerken stellen, das sind wir noch ganz am Anfang. Also wir haben eigentlich den wertvollen Kunststoff gar noch nicht im Griff. Wir arbeiten immer noch mit vermischten Kunststoffen, sage ich jetzt mal so übertrieben, und das sind dann interessante Themen, die da abgehen. Aber auch vermischte Kunststoffe kann man nutzen. Ich halte das kurz in die Kamera, ich weiß nicht, ob man es sieht. Das ist vom Salomon-Konzern. Sie haben eine neue Kampagne, Trash is Gold. Und sie stellen jetzt, werden eine ganze Produktepalette wie Snowboards und weiß ich was alle, das sind auf Das ist recycelter Kunststoff, der bis jetzt bei Ihnen im Abfall gelandet ist. Und das Schöne ist, jedes Surfbrett und jedes Snowboard ist ein Unikat, weil jedes hat eine andere Struktur aufgrund der verwendeten Kunststoffe. Also man hat etwas, was jeder Snowboarder toll findet. Er hat das Snowboard, gibt es kein zweites Mal. Also da entstehen schon neue Sachen, aber wir sind, glaube ich, hier wirklich noch am Anfang. Also das kommt mir so ein bisschen vor, anstelle der Kerze nutzen wir jetzt Glühbirnen. Und wir haben eigentlich keine Ahnung, für was man Glühbirnen brauchen kann, oder? Sondern juhu, es gibt einen Ersatz. Also das ist so meine Wahrnehmung. Und das Zweite, ich glaube, es braucht, wie du gesagt hast, Stefan, eine Logistik, wo der Kunde, böse gesagt, seinen Plastik vor die Türe stellen kann und es wird dann abgeholt und er bekommt noch etwas dafür, dann wird er ihn nämlich auch vor die Türe stellen, oder so in diesem Sinn. Und da sind wir natürlich dann bei den Logistikunternehmen und wir sind auch da im engen Austausch mit der Post, was solche Themen angeht, was vielleicht ein bisschen auch als Mut macht. Ja. Und auch im Recycling tut sich ja wahnsinnig viel. Also ich glaube, wir sind da auch in einer sehr spannenden Zeit, weil da sehr, sehr viel investiert und geforscht wird. Das mechanische Recycling, das wir uns gut vorstellen können, wird immer mehr auch abgelöst oder zumindest begleitet vom chemischen Recycling, wo wirklich die Grundstruktur des Kunststoffs wiederhergestellt wird, was uns wieder ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Das ist, wir beobachten das sehr genau und es ist im Moment etwas, das man noch kaum bezahlen kann, aber ich denke, das Potenzial da ist riesig. Also gerade auch, wenn man dann Mischfasern oder Mischkunststoffe hat, ich denke, da werden sich auch viele neue Möglichkeiten noch auftun. Eine Sache, Stefan, die ich dich noch fragen möchte, da hast du ein bisschen heruntergespielt, euer Verschluss. Sag doch da noch zwei, drei Worte dazu, weil da habt ihr ja, glaube ich, auch viele interessante Überlegungen gemacht. Also der Verschluss von der Flasche oder vom Spender, so wollte ich sagen. Also meinst du diesen? Ja, genau, ja. Ja, also das ist jetzt ein Zukaufteil. Also das haben wir nicht selber entwickelt, aber es reicht jetzt. Das ist das Thema, was wir jetzt gerade angesprochen haben, also wirklich sortenreines Material. Das ist die erste Pumpe, die so funktioniert. Ich denke, eigentlich müsste sie ja noch weiß sein, also da muss ja eigentlich noch viel mehr passieren. Also das sind auch die Produktentwickler, Stefanie, ja gefordert, also dass man eigentlich das Produktdesign anders angeht und dass man die Farben aus den Grundstoffen herausnimmt und das anders gestaltet und anders entwickelt, damit man sich differenzieren kann. Ich denke, das ist wichtig. Also die Sortenreinheit ist ja nicht nur im Material, sondern auch eben mit den Farben. Und eigentlich hätten wir gerne eine weiße Pumpe, also alles aus einem Material, dass man wirklich die Flasche so wie sie daherkommt, reinigen und schreddern und wieder eine neue produzieren kann. Ich denke, das ist auch so. Also, es ist die ganze Wertschöpfungskette über alle Branchen hinweg ist eigentlich gefordert, dort nötige Schritte zu machen und das Ganze zu vereinfachen, also die Komplexität von den Produkten zu nehmen. Und das ist ein altes Sprichwort, aber weniger ist mehr, ist sicher hier auch gefragt. Das würden wir uns wünschen, dass da noch mehr passiert in diese Richtung. Und wenn wir dann mal so, wie auch gesagt haben, so
500 Tonnen Julis-Flaschen haben, dann würden sie es dann auch gut finden, wenn wir da die Pumpe selbst machen würden und dann wirklich aus unserem eigenen Material herstellen könnten. Genau, aber das sind ja ganz viele Themen, die, wenn wir auch jetzt das Foto sehen, das sieht alles noch sehr farbig aus. Dort müssen sicher Schritte gemacht werden und dort gehören alle, also die Endkunden gehören dazu, eben auch wie die Produktentwickler. Eigentlich die ganze Kette muss umdenken. Ja, ich glaube, es braucht überall so eine, bei der Verpackung eine Verpackungswende. Also es braucht überall neue Gedanken und einfachere Gedanken, habe ich oft das Gefühl. Ja, es muss wieder einfacher werden, ganz viel. Ja, das ist spannend, was du ansprichst, auf jeden Fall. Und ich glaube, genau das kann erreicht werden, wenn eben die ganze Wertschöpfungskette auch miteinander spricht und nicht jeder autark für sich Dinge entwickelt, die dann weitergereicht werden. Das kommt mir manchmal ein bisschen vor wie beim, wir sagen dann, Telefonspieli, wo dann Information von einem zum nächsten irgendwie liegen bleibt. Und wenn das halt von Anfang an wirklich zusammenkommt und man die ganze Wertschöpfung anschaut und wirklich auch schaut, was passiert denn am Ende und wie wird das Ende wieder zum Anfang, dann kann man da wirklich saubere Lösungen gemeinsam entwickeln. Aber da braucht es noch einiges an Effort. Genau, ja. Aber du sprichst auch etwas an, eben was wir beim kreislauffähigen Skischuh jetzt erlebt haben in den letzten 3,5 Jahren auf der Reise. Man braucht eben Partner, die in diese Richtung gehen wollen. Das ist mal das eine. Die vertrauen und nicht in erster Linie Angst haben, dass man ihnen etwas wegnimmt, und die zusammen etwas erreichen wollen. Und das braucht auch eine neue Wertevorstellung. Eben, man erreicht etwas miteinander. Und Stefan, du hast auch angesprochen, die Komplexität, oder auch Ursina hat es angesprochen, die Komplexität ist so genial hoch, dass das gar nicht jemand alleine kann, weder als Mensch noch als Unternehmen. Also es braucht, wir sagen immer, eine gewisse Schwarmintelligenz. Und wenn der Schwarm nicht genügend intelligent ist, muss man halt einfach noch mehr Leute dazu nehmen, die diese Kompetenzen oder Skills dann eben auch irgendwo haben. Und ich glaube, Stefan, das deckt sich auch mit deinen Erfahrungen. Also ich glaube, wenn du das zusammen mit deiner Geschäftspartnerin betrieben hättest und niemand gefragt hättest, dann würde das wahrscheinlich komplett anders aussehen, als es jetzt aussieht, das Endprodukt. Also ich glaube, da ist unheimlich viel möglich und ist eben auch ein Wechsel, ich sage jetzt mal, für die Zukunft eine wichtige Botschaft, miteinander oder wie wir in unserem Netzwerk sagen, einfach zusammen machen, glaube ich, das kannst du vielleicht sogar bestätigen. Ja, also unbedingt. Also das ist ja überall, also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also es ist ja alles, alles hat ja, wenn man in die Tiefe geht, eine Komplexität. Und das ist ja alleine gar nicht mehr zu machen. Und es gibt so viel Wissen, dass man da reinbringen kann. Das, also bin ich hundertprozentig sicher. Also es geht nur miteinander und mit allen Anspruchsgruppen. Man muss alle Anspruchsgruppen ins Boot holen, damit man das Ganze so von A nach B in Richtung B treiben kann. Ich denke, das ist das ganz Wichtige. So Netzwerke sind sehr wichtig. Ja. Was wir haben auch zum Beispiel mit diesem kreislauffähigen Skischuh, haben wir den Landamann von Davos, der ist seit Anfang dabei, oder? Und Philipp Wilhelm hat auch den Green Deal im Kanton Graubünden durchgesetzt als Jungpolitiker, oder? Und das ist schon spannend, wenn man dann den Politiker noch hört, oder? Das könnte da Probleme geben, das könnte da Probleme geben, weil er natürlich die Gesetze ein Stück weit auch kennt, oder? Also, eben das Zurücknehmen, das wir vorher gesprochen haben, ist dann nicht so ganz einfach, weil in dem Moment, wo es als Abfall deklariert wird, ist es in sehr vielen Gemeinden und Kantonen Hoheitsgebiet des Staates.
und nicht mehr der Firma. Also da muss man auch gewisse Sachen noch ändern. Also das nur so aus diesen Diskussionen vielleicht noch ein kurzer Einblick. Also wir haben auch regulatorisch Änderungen vorzunehmen, dass Julis am Schluss die Rohstoffe überhaupt zurückbekommen kann. Also das ist dann noch nicht gelöst, das nur so als kleine Bemerkung noch dazu. Ja. Weitere Fragen oder Überlegungen von eurer Seite? Ja, dann gibt es eigentlich nur eins, Julis Produkte kaufen, oder würde ich sagen. Also bei mir in der Dusche steht auch eins. Ich liebe es, weil es eben auch wirklich angenehm ist für die Haut. Und auf das sind wir noch gar nicht eingegangen, oder? Was sind dann die Auswirkungen auf das Gesundheitswesen, auf das Immunsystem und so weiter? Das ist ja dann meistens erst ein Thema, wenn es dann nicht mehr funktioniert. Also vielen, vielen Dank, Stefan, habt ihr den Mut, und das braucht viel Mut. Es wäre einfacher, irgendwo einen Job zu machen, wo man am Abend um 5 Uhr nach Hause gehen kann und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auch ein 24-7-Job, zumindest noch in dieser Phase, wo ihr unterwegs seid. Also vielen, vielen Dank, macht ihr das. Das ist wirklich toll. Und wir werden versuchen, wo es nur geht, euch zu unterstützen.